Hallo und willkommen zu Octopath Traveler. Ich hatte gerade überlegt, hier eine Sidequest zu machen und da dachte ich mir so, ja, da ich immer so selten reingucke, ist das ja eine niemals endende Aufgabe, ganz besonders wenn ich die Charaktere gar nicht habe teilweise. Ich weiß nicht, den hier. Ne, Elvis habe ich tatsächlich nicht. Der ist, glaube ich, sogar von. Ist nicht von Bravely Default? Wie auch immer, wie dem auch sei, ist das eine endlose Aufgabe. Man sieht hier, ich habe ja allein schon drei in Sichtweite. Und da dachte ich mir, machst du doch mal die Hauptquest, ne? Ja, ich weiß, Hauptquest, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer drauf warte, dass ich fertig werde mit meinen normalen Singleplayer-Spielen, dass ich da dieses Spiel hier ab und zu mal reinwerfen kann, so zeitlich rein, dann warte ich ewig. Ich meine, wir haben jetzt hier kurz nach Mitternacht und ich kam jetzt schon seit einer Woche nicht zum Stream. Einfach nur, weil ich meine Sachen nicht mache, die ich für wichtig erachte. Und ja, ich weiß, ich bin selber dran schuld, aber ja, für mal eben etwas anschmeißen, da irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde den Stream anmachen, lohnt sich da meistens nicht so. Hier kann ich jetzt sagen, oh, zwischenzeitlich, ich höre auf, mache ich einen Cut rein und spiele dann einfach weiter. Das kann ich live natürlich nicht machen. So, und dementsprechend gucken wir auf die World Map und da leuchtet unsere Hauptquest. Dementsprechend gehen wir hier nach Valor, wo Kapitel 2 von Master of Fame ist, glaube ich heißt es. Sekunde. Ja, Master of Fame. Master of Fame. Fit for a Tragedy. Genau. Gehen wir mal nach Valor. Und gucken uns die Quest an. Valor, in the woodlands. This town has long been ruled by syndicates that value blood ties and honor above all. Now it faces dark days as greed and wealth threaten to consume all. The Master of Wealth, Herminia the covetous witch, her all-consuming desire has stained the town of Valor with darkness and depravity. Set the Tale of Wealth as your main quest. Nein, danke. Wir wollten Master of Fame machen. Ist natürlich auch übel, dass man direkt in die nächste große Hauptquest geschmissen wird, obwohl man hier noch gar nicht war. Aber gucken wir mal. Der hier hat unsere Hauptquest. Schwarz, his wife murdered by Auguste. Wahrscheinlich Auguste. Seeks revenge against the mad playwright. He visits Valor in hopes of finding a means to kill his hated foe. The story so far. The genius playwright Auguste, to produce more masterful works, he is in constant search of greater thrills. To that end, he murders his victims in the shadows. Meanwhile, Schwarz draws ever closer to exacting vengeance for his late wife. He traverses a complex labyrinth-like path toward Auguste's villas.
You will be avenged. Augusto. Your days are numbered, Auguste. Kimi wa. Aren't you? Yes. You're the traveler from the theater. What brings you here? I warned you not to get involved with him. Could it be that you too bear a grudge against him? Or is it the danger that draws you in? Regardless, it seems he's retreated to his villa in the north. And that's where he will draw his last breath. Come if you want. But don't try to stop me. You have my thanks. Master of Fame, Chapter 2, Fit for a Tragedy. Head to Augustus Villa. Augustus, der Name ist doof, ich mag ihn nicht. Vor allem mag ich ihn nicht in Englisch aussprechen. Ah. Der typische Another Eden Gameplay. Oder das Gameplay. Aber ja, sollte ich auch mal irgendwann weiter spielen? Sekunde, die Katze nehmen wir mit. Another Eden möchte ich auch irgendwann weiter spielen, aber ich habe bemerkt, ich kann es irgendwie nicht mehr installieren. Aber ich wollte eh erstmal das hier dann spielen, weil das Gameplay halt 100% das gleiche ist. Weil ich möchte ja noch, dass die Events bei Another Eden von Tales of und von Persona spielen. Deswegen ergibt das dann schon Sinn, dass ich mal wieder irgendwann weiterspielen sollte. Außerdem war es ja nicht schlecht. Ist nur genauso wie mit Octopath, dass ich einfach genug andere Spiele habe, die ich spielen möchte und wo ich meine Zeit dann für nutze halt. Erstmal. Wir scheinen aber definitiv nicht das zu haben, was wir hier brauchen. So. Ich
Du heilst dich erstmal. Wenn sie schon nicht andere heilen kann, ne? Sah gerade nicht so geil aus, aber scheinbar hat er eh nichts anderes. So, du kannst heilen, dann heilst du mal sie. So. Usen wir den nochmal. Jetzt hat er Bleeding verursacht. Hat aber gedauert. So, du. Machen wir Emergency auf den. Toll, dass er schön auf sich Speed gemacht hat, aber er macht kein Damage. Klasse. Ja, diesmal leben definitiv erstmal mehr Leute als beim letzten Versuch. Habe ich den schon versucht? Wahrscheinlich, aber probieren wir es trotzdem. Was für ein Element will der haben da am Ende? Was fehlt denn mir? Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal eine normale Attacke mit dem da. Kaum sage ich schon, dass da definitiv mehr Leute leben. Dann sterben sie mir weg hier. Da hilft mir auch keine erste Hilfe mehr, glaube ich. So. Ihr macht das schon, Leute. Nein, wir sind nicht Daijobu. Wird nicht viel helfen. So wenig Leben, wie sie gerade bekommen hat. Nochmal. Aber diesmal kriegen wir den Down. Der ist schon fast. So.
Geht doch, schämlicher Hund. Da haben wir den Hund down gemacht. Influence Power. Sehr schön. So, dann können wir die Hauptquest weitermachen. Wollte nur eben den Hund machen und dann sitze ich da eine halbe Stunde dran oder was das ist. Naja, gut, nicht ganz, aber. Young Master, mind you don't fall. Sorry, I'm just so happy. Mother is coming home today. And you have done as your mother asked? Yes, of course. Splendid, young master. Master Auguste is so busy with his writing after all. Mother, mother! Oh, my boy. How I've missed you. O-ka-sama. I missed you too, mother. Were you good? Hi. Yes, I did just as you ask. I stayed well away from that man in purple. Well done, Mikhail. Forgive me for leaving you all alone like this. Oh. It's okay. It makes me so happy when you visit. Mite. Look, I can climb trees now. You are Lady Francisca, yes? Welcome home. Oh, another new maid I see. Was für ein Zufall, wa? Das ist garantiert nur ein Zufall, dass er ständig neue weibliche Mitarbeiter hat. Ganz sicher. Der Nebel sieht komisch aus. Ah, stimmt, ich krieg kein Leben zurück. Da war ja was. Ja gut. Vielleicht sollte ich da doch nochmal zurück. Nebel sieht ja teilweise echt komisch aus. Da steht die Actress. Können wir hier irgendwo was finden? Mehr Hunde. Ist natürlich interessant, dass er hier einen Platz mit Galgen hat, der recht unbenutzt aussieht vor allem.
Sieht aber echt komisch aus mit dem Nebel. Ich frag mich, ob ich irgendwelche Einstellungen da machen kann, dass es besser aussieht. So, ich habe gerade versucht, aber irgendwie ist es auf Highest Setting gestellt. Standard Setting macht nicht sehr viel anders und Low Setting sieht scheiße aus. Also lassen wir den Nebel so, wie er ist. Finde ich ein bisschen komisch. Ich habe das letztens nicht bemerkt gehabt, als ich schon mal hier in der Nähe so ein bisschen rumgelatscht bin. Aber okay. Scheinbar ist das ein Ding in dem Spiel, in diesem Nebel. Gehen wir mal kurz den Weg hier ab. So, dann haben wir den. Bei alles, was wir aufgedeckt haben, da können wir über Karte hinlatschen. I've seen you before. It's a theater. You must be quite the fans to follow us all the way to this villa. Unless... You should leave. Though I suppose there are wasted words on people who have come this far. Okay, hat er gesagt. Precisely, Madame. I've come only to return that which I owe him. So? I see. I suppose he's owed quite a debt by this point. It was only a matter of time before someone came to repay it. You don't seem surprised. You're not the first. Is that your son? Yes, and his. He lives here with a maid. I don't want anyone to know about him. Augusta pays him no mind. And the boy is lucky not to know who his father is. Mother! My visits here are the only joys in Mikhail's life. What's that? Den Geigen, den wir vorhin bemerkt haben. The Jenny's Gallows. Cruel King Janish of the Highlands. He believed that death was not punishment enough and built this. What for? In place of the criminal. Two members of their family are placed on the gallows. The criminal can only save one. That's horrible! そして... Being forced to choose causes unspeakable mental anguish. Collecting torture devices
is a hobby of Augustus. I've heard enough. Francesca, dono. Lady Francesca, you know the truth, don't you? You know Augustus for the monster he truly is? I've been by his side for so long, I've seen almost everything. I know very well what he does in the shadows. I've even played the accomplice before. Francesca, dono. Lady Francesca, you fear him, don't you? You obey his every word, blinded by his fame. You're right, I do fear him. But at times, I can sense a kindness in him. He gave me this necklace. He told me I was his greatest actress. But what should I do? My wife was a performer as well. Like you, she met Auguste and devoted herself to him. She obeyed his every command without hesitation, even taking her own life. His fame enchants people like some wicked spell. Francesca, dono. Lady Francesca, you must come to your senses and break free of this demon. You can still turn back and live a happy life with your son. I won't tell Auguste I saw you. I'm going to lock the door. Onegai. So please, just leave. I'm not going anywhere. If the door won't open, we will just have to find the key. I'm going to search that cabin. Wo wir gerade drin waren. Typisch. Dann searchen wir mal das Cabin zum zweiten Mal. Ich liebe Random Battles. Die sind immer so spannend und halten einen gar nicht auf. This is Augustus' journal. Heinen was a young merchant, very accomplished for his age. He wanted to go into business with me, to sell my place to the masses. His eyes were filled with hope and wild ambition. That look interested me far more than any business arrangement. Feigning interest in his plan, I invited him to my villa. I bound his hand and feet and impaled him on a skewer. I had hoped to see his sparkling eyes grow tainted, but Heinen merely cried out in pain.
I begged for and begged for his life. It was all too expected. It made me want to vomit. Thoroughly bored, I buried him in the garden. Alas, I need something more thrilling than this. Okay. Alyssa, my 13th mate. She was attentive and carried herself with pride despite her station, but I found myself fed up with her greed. A simple country wench from the Cliftlands. In the first month after employing her, she spoke to me of coin 3 times. I suppose it's just the way she is. I keep her working close by, all the while plotting her final moments. When the time was right, I told Alyssa she was getting a raise. Her cheeks flushed crimson. She was overjoyed at the news. I told her I needed to visualize the scene, then bound her hands and feet. I began placing coins into her mouth, one at a time. I told her it was part of the performance, and she obeyed quietly. With the 20th coin, she began to choke. I gathered that she wanted to cry out, but her mouth was full of gold. With the 29th coin, she choked to death on her newfound riches. I was satisfied. I then buried her in the garden. 13 mates. Is that why the garden reeks? Regardless, I now need a new mate. Also ist die 14. die wir im Garten gesehen haben. This is what he does. If you want to turn back, now is the time. Unless you still want to come? Klar. You're a strange one. I won't stop you, but I can't vouch for your life. It looks like your mind is made up. I found this hidden behind the bookcase. The key to the villa. So, let's go. Natürlich. Hätten wir ihm gesagt, dass wir nicht mitkommen, hätte er den Schlüssel da liegen gelassen, oder was? Yay, Random Battle. Mehr Hunde. Böses Spiel, wir müssen Hunde töten. Sonst kommen wir nicht weiter. Du. Echt jetzt ein Kampf direkt vor der Tür. Spiel, please. So, weiter geht's. Looks like it was the right key.
We've no idea what to expect in there. Let's tread carefully. Mehr Nebel. Sandy Voice Acting. Ja, Francesca. 今劇の中盤なのだが、良い展開がいまいち浮かばなくてね。少しお休みになられては？休息より刺激が欲しい。どうした？膝枕でもしに来たのか。稽古の予定が空き、ミハイルへ会いに参りました。ほう。お母様、見て見て、四つ葉を見つけたよ。幸せを運んでくれるんだって。 お母様にあげるね。ミハイル、いけないわ。おやおや、そう怖くはないぞ。やれやれ、子供はつまらん。思うに 子供は人間というには不足だ。私の好む心の深さや醜悪さがないからな。申し訳ありません。向こうへ行かせます。いや待て、フランセスカ。今書いているのは ある哀れな男の話なんだ。ある日突然に我が子を失う父親なのだが、彼の悲しみが分からず書けないのだよ。ちょっと その子供を殺してもいいかい？そうすれば父親の気持ちが分かるかもしれない。冗談だ。 フランセスカ、君のような女にも母性があるんだね。参考になったよ。<笑>アーギスト様、お茶をお入れしました。 君は新しいメイドだね。はい、アーギスト様。うちはすぐにメイドが辞めてしまってね。君の働きには期待しているよ。 他の方はなぜ辞められるので？様々なお家で働かせていただきましたが、これほど良くしてくださる雇い主様は初めてです。どうか
何なりとお申し付けくださいませ。そうかい。では一つ頼もう。うん、この茶、これでは蒸らしが足りんな。味を確かめなさい。一口飲んでみるんだ。さあ、うまいかね。青紫陽花、私の好きな猛毒さ。激痛とともに全身を蝕み絶命させるのだが、その数分がたまらなく哀れで儚い。ああ、良い最後だ。必死にもがく汗がここまで匂ってきたぞ。マーベラスな香りがね。ああ、でもまだだ。まだ良い展開が降ってこない。もっともっとだ。刺激がいる。Oh je, der arme Mikael. Mikael? Mikael? Mikael. ja, der ist wohl jetzt als nächstes dran. So, und wir sollen da hoch? Dann gehen wir da hoch. Also, wir dürfen noch gar nicht. Ich habe die Karte noch nicht aufgedeckt, quasi. Okay. Oh, hier geht's rein? Gibt's da einen Boss oder so? Natürlich gibt's da einen Boss oder so. Level 17. Das geht ja noch. Hoffentlich ist das nicht so schlimm wie der Hund. Machen wir erstmal normal Attacken, damit wir die Waffen rausfinden. Buch ist nämlich auch dabei, wie man sieht. Okay, dann versuchen wir mal Lightning, Thunderbolt, Lightning und Wind und hier machen wir was, wir wissen, was funktioniert. Genauso wie hier. Der Hund war halt auch wirklich heftig draußen. Wenn man jetzt gerade sieht, den Gegensatz, wie schnell bei dem hier das Leben weggeht, ne? Und jetzt haben wir alle Punkte rausgefunden. Sehr schön. Oh, muss switchen. Okay. Sie hat nichts, was sie machen kann. Sie auch nicht. Sie aber. Yunus haut mit dem Buch zu. Und du elektrisierst. Und weg mit ihm. Sehr schön. Können wir nicht gleich in die Kiste gucken?
Silvercap. Ist das was für mich? Sekunde. Da. Optimize. Optimize Traveler. Irgendjemand. Ich glaube, der hat ja sogar schon. Aber irgendjemand wird es wohl haben. Ja, genau. Der mag's. Die Direwolf Cap haben wir gerade umgebaut. Die kriegt jetzt der letzte in der Reihe. So. Ist ja logisch. Ah, hier geht's runter. Ist da noch ein Boss? Erstmal sind da random Gegner. Man muss sie mögen. Oder auch nicht. So, was ist hier? A door? I don't know. Ich glaube, den mache ich lieber später. So offscreen oder so, weil der hat keine Kiste. Und so eine Kiste hat er nur Material, was ich dann für den Schmied gebrauchen kann, I guess. Deswegen lassen wir das einfach mal. So, Kiste. Wie die da in Sichtweite steht und uns einfach ignoriert, ne? Also, da können wir jetzt ums Eck oder ums andere Eck. Und wir können hier oben rein. Kiste. Tactical Tome. Können wir das gebrauchen? Scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir erstmal dorthin, wo wir nicht hin sollen. Weil, ja, da haben wir bestimmt noch mal Kisten irgendwo. Oh, da ist sein Arbeitszimmer von grad, von der Cutscene. Verdächtig, dass diese Flamme hier ist. Man kann sie auch nur einmal benutzen, scheinbar. Dann nehme ich mal an, dass wir gleich die Treppe hoch sollen. Deswegen gehen wir, denke ich mal, erstmal zu seiner Frau. Wow, natürlich direkt vor der Tür wieder. Hallo. Sind wir wieder? Anata. How did you get in here? Ja. No matter. Have you seen my boy, Mikhail? He's not in the garden. I can't find the maid either. Where could he have gone?
Du weißt genau, wo er hin ist. Da ist er. Ja, jetzt musst du was tun. Where are you? Upstairs, we have to hurry. Haben wir? Müssen wir? Da ist noch ein Raum, wo ich ran kann. Hier. Kiste und so. Ein Nasaiden-Prinzip. Erstmal das ganze Material zum Schmied bringen später. Nee, das muss ich halt wirklich mal wieder weiterspielen. A powerful foe lies ahead. Proceed anyway. Yes, please.落ち着けよ、フランセスカ。ちょっとね、毒を飲ませただけさ。慌てなくていい。ちょうど解毒薬がある。君のそのネックレスの中に一つだけね。 さあ。 開演だ。 マーベラス。 何をなさったの？ アーギスタ様。 余興だよ。 フランセスカ。 教えたる。 ジェンニッシュの公主大佐。 実の息子と愛する男。 どちらかは助かり、 どちらかは死ぬ。 さあ、 どちらかを選べ、 フランセスカ。 馬鹿げている。早く息子を助けるんだ。奴はあなたの苦悩を楽しもうとしているだけだ。自らが本気で死ぬ覚悟などない。<笑>そうかね。<笑>理想の劇のためなら自らの命も厭わない。 この方なら。早く決めないと両者を失うことになるぞ。お母様。奴が本気で死ぬ覚悟ならむしろ好都合だ。終わりにするんだ、フランセスカ殿。 奴を断ち切り、このこと共に暮らせ。それがきっとあなたの本当の幸せだ。さあ、フランセスカ殿。フランセスカ、君の演技を初めて見た時思った。この役を演じられるのは 君しかいないと。教えてくれ。君の答えを。お母様。ごめんなさい。 私にとってはこの方が、アーギュスト様こそが全てなのよ。
Marvelous! Francesca, yahari kimi wa saikou da. Agista-sama, hayaku kore wo. Ah, wasurete ita yo. Geidokuyaku wa mou hitotsu atta no. に合ったか気を失っているだけだ願わくば全て忘れてほしいものだ母親に見捨てられた忌まわしい記憶をな母親。 くだらない。クソ、クライドは！フランセスカ殿。それが私の何だっていうの？え？確かにお腹を痛めて出したわよ。でも今わかった。愛なんてなかったの。私は同情してただけよ。 惨めな知識臭いガキにね。アーギュスト様に比べればクズほどの価値もないわ。壊れてしまったね。素敵だよフラ。 君は刺激的な最高のパートナーだった。さて、客人よ、楽しんでくれたか？私は失礼する。次の劇がまとまったのでね。なんだと？劇場で待っているぞ。 待て！行かせないわ。もう迷わないわよ。フランセスカ殿、これ以上自分を見失うな。いいえ、私はっきり分かったの。アーギスト様こそが私の人生。 あの方のためなら何だって喜んで捨てるわ。あなたたちアーギュスト様の邪魔者でしょ。私が消してやる。誰にも邪魔させないわ。 Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir sie bekämpfen müssen. Ist einfach mal durchgeknallt und greift uns an. Sehr gut. Und wie man sieht, sie ist wirklich eine große Schauspielerin. Vielleicht nicht wegen ihrer Schauspielkunst, aber sie ist groß. So, da haben wir alle Waffen entdeckt. Gucken wir mal Wind, aber wahrscheinlich nicht, weil sie ja selber Wind macht. Ah, Feuer. Schön voll Feuer. Ah!
Hm? Ja. Two times. Shadow hat gerade schon nicht funktioniert, also lassen wir es gleich. Ein bisschen Licht. Und trusten wir ein bisschen den Speer. Also, ja. Sekunde. Switchen. Song of Broken Soul. Hat gerade wirklich durchgedreht, scheinbar. Hm, wobei mit Double Sweep können wir bestimmt besser. Elektrolyten wir einfach mal. Ich glaube, das war weak, gerade bevor sie verschwunden ist. この子は知り合いに頼む。もう君はこれ以上関わるな。 アーギスト、劇場で待っていると言っていたな。今度こそ、そこを貴様の墓場にしてやるぞ。 So, damit haben wir Chapter 2 von Master of Fame, Fit for a Tragedy, komplettiert. Sehr schön. Da kriegen wir eine Ecke Fame und einen Rank Up dort. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ich guck mal, wo ist denn die Quest? Ah ja, beim Theater, hat er ja gerade gesagt. Ja, dann werde ich wohl demnächst wieder was aufzeichnen und dann geht's dann weiter irgendwie. Ich hoffe nur, dass ich jetzt die Tage, wo ich ein bisschen mehr Zeit jetzt habe, nicht nur mit Zocken verbringe von irgendwelchen Mobile Games, sondern auch besagte Sachen, die ich machen sollte, mache. Also dann. Ciao.